uns eine Ehre, wenn sie Och, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, die Suppe kommt, die Suppe kommt. Ich kann es gerade noch halten. Trinket. Prostata, was hat er gesagt? Prostata. Dort unter Kronen. Die Krone der Braukunst. Krone schmeckt. Oh, er hat mehr Brand als ich. Hier aber schon wieder vorgelegt. Ja, dann sag ich mal, Peace and Justice gesagt, hier, herzlich willkommen bei Dies, dieser Midnight Ficker Feature mit dem Kadaver Ficker, den Herrn Gore-Minister. Ich gehe mal weiter weg, wir müssen hier Abstand halten. Ja. Und ja, wie ihr seht, sitze ich nicht bei mir zu Hause, sondern beim Minister, bei meiner einer. Spontan-Video sozusagen. Ich sag dir, ne, weil wir sind ja immer fleißig am dran sein und hier steht was Schönes aus dem Jahre 1995, sehe ich gerade, auf dem Kopf. Ihr könnt das schon ein bisschen sehen. Ich weiß selber, boah, das hat ja ein herbe Gewicht. Ja. Das ist eine Metallbox. Also das ist kein Plastik oder sowas. Das ist wirklich, wie diese Lebkuchen-Nürnberger Metallboxen. Kannst ja auch mitspielen. Was steht hier drauf? Was? Super, super Class ISD. Nicht DSD, aber ISD Executor. Also bei Executor fällt mir ein, das kann ja nur ein Sternzerstörer sein. Ne? Das ist richtig. Executor ist ja Vaders persönlicher gewesen. Genau, genau. Und das ist so wie so Medikit-mäßig aufgebaut, was da halt, ne, so in den Seiten fängt. Okay. Weil ich hätte jetzt gedacht, was ist das? So ein Würfel-Rollenspiel oder irgendwas oder hin und her? Gar nicht, das finden wir jetzt raus. Krass, ey, geiles. Ich zeig mal hier. Das ist hier auch, ne, alles schön ausgestanzt. Hier vorne auch. Oder wenn man es hier sieht, dann hat man hier das so ist diese, geil. Ja, diese, fein, sehr schön. Als wenn da hier so Schrauben drin sind. Das, ne? Ist so. Geil, das ist geil, das schraube ich mir direkt ab. So, ja, Boah, was für ein Moppe, das wiegt ja. Machen wir so auf, oder? Ich weiß nicht. Nee, das aber wenn ich auf der anderen Seite auf. Ja, aber wenn ich so klappe, ach sieht so, man es ja, so. Dann sieht man. Oh, alles spiegelverkehrt hier. Achso, nein, das mache ich. Hier auch schön, wie nennt man das, wenn das rausgestanzt ist? Ich habe die Synonyme wieder vergessen. Zu viel Bier. Oh, jetzt geht's ab. Boah, das ist schon mal geil. Da kannst du dir eine Kuchenform rausmachen. Da kannst du dir einen Teig auch reinmachen. Dann machst du mal so einen Kuchen. Ja, eben so einen Scheiß. Ja, mal Kuchen machen. Das ist geil. Dann machen wir beim nächsten Mal. Dann, ein bisschen nach Plastik dann. Dann machen wir so. Ja, das war. Das war eingeschweißt wahrscheinlich, ne? Ja, das war eingeschweißt und das klebte so da so drauf und das habe ich aber noch nicht weggetan, ne? Genau. Geil. So. Programme of Contents. The Definitive Collection, Alter. Gab es nicht auch mal so eine DVD-Dings-Version, irgendwas oder so? Ja, das ist vor DVD gewesen. Was ist das denn? Das sieht ja geil aus, Alter. Boah, guck mal hier mit diesem Golddruck und so. Boah. Boah, ist das da. Das ist aber was Feines. Richtig dick. Ja, könnt ihr euch jetzt auf Pause machen, dann könnt ihr das selber lesen. Ich lese jetzt nicht das alles. Das ist aber auch Ami. Aber das ist, das sind die. Das ist Material zum Gucken. Ne? Ja. Deswegen sag ich doch, ich hab das bei mir auf der Festplatte. Als Sicherheitskopie. Also. Natürlich, haben wir alle einmal als Sicherheitskopie. Aber das ist geil, wir sehen ja, da sind ja vier Dinger drauf. Ne? Also wahrscheinlich die klassische OT, Original Trilogie und Special noch dabei. Ja, tatsächlich ein Making-of. Ah, hier, Making of Star Wars Documentary, Trailer, US-TV-Spots, ey, boah, geil. Also Interview das ist richtig, mit Onkel Schorsch. Man muss dazu sagen, es ist eine Ami-Box, die gab es in Deutschland nicht so. Geil, deswegen fein. Sind das alles Ami-Englisch-Originale und auf NTSC. Oh, ja, ich weiß der ein oder andere vielleicht schon, was es ist. Wenn man NTSC ne? sagt. Also die Älteren kennen ja noch so schöne Kassetten da, ne? Und Videothek eine Mark bezahlen, wenn man nicht zurückgespult hat und so.
Oh, schöne Dinger hier. Ich sehe gerade noch hier. Ralph McQuarrie erzählt halt Star Wars Gallery. Boah, da muss ich mal gucken bei mir, ob was ich davon wirklich als Kopie schon bei mir im Archiv habe halt so. Oh, das ist ja super. Dennis Muren hier, Alter, als Erzähler. Supplemental Materials. Classic Creatures. Oh, super. Da habe ich die originale VHS noch vor. Ja, das Classic Creatures, ja, das ist super. Das ist eigentlich, ist super. Das ist eigentlich auch fast das, was die damals im ZDF gezeigt haben. Bilder aus Amerika. Ach. Mit Hans-Joachim Friedrichs und Dieter Kronzucker. Was ich ja immer noch suche. Ach, es gibt einige Fans, die haben das noch damals im Fernseher aufgenommen. Aber keiner rückt das raus. Das kriegst du nirgendwo, das ZDF rückt es nicht raus, weil wegen Lizenzrechte halt und so weiter, es ist nicht digitalisiert, das ruht wohl im ZDF-Archiv auch noch, aber du kommst da nicht ran, das suche ich seit Jahren. Auf nach Mainz! Dann ist es Mainz, weil das suche ich seit Jahren, weil das lief damals 8:45 im Fernseher, ging eine Dreiviertelstunde und dann sind Dieter Kronzucker war es, glaube ich, oder Hans-Joachim Friedrich, einer von den beiden. Ich habe einen kleinen Ausschnitt davon. Die waren bei Kenner sogar, in Ohio oder so, waren die bei Kenner in der Firma. Und dann siehst du schön, wie da auch, ähnlich wie in so zwei, drei Aufnahmen gibt es davon, wie sie den Falken zusammenbauen halt. Der so gegossen wird. Ja, ja, klar. Die sind bei Kenner in der Firma. Geil. Das ist halt so ein Ding. Geil. Deswegen möchte ich das unbedingt haben. Weil die anderen Ausschnitte, dann wie sie Jabba bauen, dass da 7 Kleinwüchsige drin sind und so weiter, das siehst du halt bei Classic Creatures auch. Und dann hast du aber aus dem Off einen deutschen Ton gehabt halt. Ja, ja, klar. Das, also die typische, Creatures, bekannte Stimme von Friedrichs halt und so, ne, darüber erzählt hat. Das kennt super geil. Ja, Trader-Zeug, ABCs of Jedi Effects, auch wieder. Dennis Muren Interview halt und so. Boah, das ist ja... Laptinek. Hier, das vernünftige Lied bei Rückkehr der Jedi, Alter. Ja, nicht dieses komische... Ne? Dieses neue, ich weiß gar nicht, wie das Kacklied heißt. Also wenn ich diesen komischen Riesennasen ohne das mal sehe... Mit den Speicheln... Ey, könnte ich kotzen, auch diese Tänzerin dabei und so, weißt du? Weil das Original ist genau wie das Ewok-Lied. Aber es macht den Film ja auch nicht besser. Nein, definitiv so, nicht. Wenn da so Szenen drin sind, die Handlung irgendwie, wo man denkt, ach, deswegen ist das so. Das macht Sinn. Ja, ja. Aber der Song macht überhaupt nicht. Und das Original-Laptinek-Ding ist halt geil, weil das ist wie so ein 70s-Funk-Ding halt. Ja. Ich habe eine Maxi-Version davon, die geht fast 10 Minuten. Echt? Schön mit Instrumental und die Dub-Version, Instrumental-Version auch noch davon. Nicht auf Platte halt, ne, aber gab's auch auf Platte. Ja, und wir wollen das Ewok-Lied. Oh, das, ja, und genau, Jap-Nap. Jap-Nap, ne, Freiheit für das Ewok-Lied, weil das ist auch schön. Ja, guck mal hier, behind the scenes noch Secrets of the Most Spectacular. Und das Lustige ist, Alter, meine werten Damen und Herren, jetzt hält er sich an der Sache auf, ne? Da sind ja die geilen Sachen, kommen wir jetzt erstmal. Das ist aber, guck mal, ich hab schon angeschwitzt hier, das ist super das schön. Ist sehr, das ist das sehr, ist sehr, super sehr, schön. Schön gemacht, ja. So, jetzt kommen, so Skills. Ich muss mal schnell was trinken, ne? Auch auf schöner Karte. Boah, würde ich mir einrahmen, Alter, geil. Da so richtig, richtig festes Pappmaterial. Haben wir einmal die Slave One in Bespin, ne? Im Bespin-Outfit? In Bespin-Outfit, geil. Jetzt haben wir hier den Todesstern so zum Reingucken. Der Schacht. Den Schacht, wo er reinfällt. Boah, die sind geil. Oh ja, super. Dann, vor allen Dingen jetzt, weißt du, was das überhaupt sind? Das sind Matte-Paintings, ne? Ja, das sind Matte-Paintings, genau. Geil. Jabba's Palast, schön. Boah, edel. Und dann hier, das Ewok Village. Geil. Da, ne? Jap-Nap. Ja. Ich wette nur noch drauf, wann die Flasche bei dir oben fällt. Oh Gott, das war super. Das ist so geil. Das auch, ich meine, wenn du das mal in der Hand hast. Das Matte Painting vom Todesstern. Das siehst du, gib mal bitte. Ja, klar. Weil ich kenne das ja natürlich aus so Making of. Boah, edel, guck dir das an. Wie geil die Scout-Tuper hier und so. Boah, ui. Jawohl. Und hier, da habe ich noch nie drauf gehört. Guck mal, hier ist ein Probot. Ja, ja. Und hier sind alles so schwarze Atu-Einheiten. Siehst du? Ach, guck mal. Astromex. Das ist auch witzig. Oh, geil. Ey. Das kannst du dir in Galaxy's Edge machen. Was? Ich will da unbedingt hin. Ach, du meinst mit den Astromex bauen? Ja. Aber die sind nur so groß.
Kostet die, 200 Dollar nee, oder 99 Dollar kosten die. Aber du kannst da wirklich an so einem Fließband stehst oder so einer Schrottmühle und dann kannst du dir die Teile rausnehmen und die zusammenbauen. Verschlungen die wir. Und das Geile ist, es gibt einen extra Rucksack dafür, da kannst du die dann reinpacken und die reagieren aber auf andere Astromechs. Das heißt, wenn du im Park rumläufst irgendwie und einer hatte auch so ein Teil dabei. Springt der nächste raus, der mit Blaster so. geil. Und kommuniziert. Das ist geil. Sowas finde ich gut. Guck mal, das ist auch schön der Hangar, ne? Ja. Was ist das, eine Nebulon-Klasse? Oder weiß ich nicht, hier von den Fischköppen und Kalamari, wo die drin sitzen, Raumfähre Tidirium, der Falke, wo Han dann noch sagt, ne? Und kein Kratzer. Ja. Das ist geil. Ey, das ist ja eine Superbox. So, hast du eigentlich schon, nee, hast du vorhin nur gesagt, ne? Hast du schon gesagt, was das gekostet hat? Also dich gekostet hat? Damals? Ja, mich hat das damals 10 Mark gekostet. Alter. Tatsächlich. Ich geh kaputt. Weil es keiner haben wollte. Es war bei einem Großhändler, es stand da in Massen rum. Also da standen, weiß ich nicht, 20, 30, irgendwas. Also auf jeden Fall sehr viele von den Boxen rum. Und ich so, ach, das ist ja interessant, was ist das? Ja, das ist so eine Tapebox, ne? Ich so, ja, was wollt ihr für? Ach komm, nimm mit für einen Zehner, Hauptsache ist weg. Hardcore. So. Ja, das ist hier nochmal der Content. Ja, das genau, das war dann hier drin oder halt irgendwo, oder dran geklebt hinten wahrscheinlich. Ja, das war dran geklebt, eingeschweißt irgendwie. Ich hab's halt natürlich da drin gelassen. Dann hier, ne? Das schöne Poster-Artwork. Was steht denn da drunter von? Ich kann es nicht mehr lesen, meine Augen, ich kann so klein nicht mehr lesen. Ach, Alter, eine Lupe. Das kann ich auch nicht. Falls mal einer eine Lupe über hat, ne? Ich brauche langsam eine Lupe. Das ist auch schön, um Sachen nah zu zeigen. Also, damit 83, Lucasfilm, All Rights Reserved, bla bla, das übliche. Gut, die Box war von 95, aber schön. So, und das Experten wissen wieder, wer der Zeichner wahrscheinlich war. Das ist ja fast wie die VHS-Cover wahrscheinlich, ne? Ja, wo da die goldene Schrift drauf ist. Ja, ja. Für das die sind Episoden, genau. Jedi, Empire, ne? Die sind schön. Hier so ein Variant von Episode. Auch sehr gut. Guck mal, da hat Carrie Fisher noch Babyspeck an dem Bäckchen, Alter. An den Wangen. An den Wangen. Ich rede ja nicht von ihrem Bäckchen. Ach, hübsch, war so schön. Ja. So, dann haben wir hier so ein. Guck mal, so ein Aufsteller. Ach, guck mal hier. Oh, da steht sogar drin. Mach nochmal zu. Achso, ja, hier. Aber ich film's ja hier. Ist ja der Vader, ne? Und dann haben wir noch aufklappt. Dann sieht man, was für eine Limited Edition. Geil. Nummer 7299. Also gab es wohl auch mal 10.000 davon. Ja, cool, aber. Ja, also es ist nicht so hyper. Also, ne, da ich ja, wenn ich mal im Netz bin, weil ich bin ja der einzige YouTuber ohne Internet, wenn ich mal im Netz bin, dann gucke ich ja auch nach Reviews und so, aber das habe ich noch nicht gesehen, das Teil. Dann hier. Oh, Imperium hast du geguckt? Ach nee, das ist das Special. Das ist das Special, ja. Die kompletten Skripts. Also hier sind die kompletten Drehbücher drin. Sehr cool. Also sollten da ja wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Deleted Scene drin sein, oder? Ja, weiß ich nicht. Wir machen mal einfach so. Hier kommen, machen wir auf hier so. Wir sprechen aber auf Deutsch jetzt, ne? Wir sprechen auf Englisch natürlich. Ah, guck mal hier. Pass bloß auf. Wir haben Imperial Officer. Ach du Kacke. Oh great. Well, we can still, was? Outmaneuver them. Take evasive action. Prepare to make the jump to light speed. Ach, da bist du. Chewie barks to Han. The chip buffed into laser beads. Aber geil, das VPO, wie der so ausgeschrieben hat. So. But sir. Geil, Alter. They're getting closer. Guck mal, ist das 06, da ist der Timecount sogar dabei, oder was? Sein, ne? Das sind die Minuten. Ja, klar. Aber ja, eine Stunde 22. So viel reden die in einer Minute oder was? Die reden ja mehr als ich in einer Minute. Ja, da kommen ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Effekt. So, was haben wir hier am Ende? Ne? Wir waren jetzt bei. Oh, das ist jetzt hier Empire gewesen. Luke, we are ready to take off. Yes, God. It's your destiny. Ja. In dem Falkencockpit. Ach so, das ist Episode 4. Nein, das ist Episode 5. Ist hier. Ach ja, nee, weil er dann sagt, Ben, warum hast du mir nichts davon erzählt? Ja, das ist aber auch mal geil zu lesen. Sowas wollte ich immer schon immer mal lesen. So, und dann kommt man zum Kernstück der ganzen Geschichte. Das sind natürlich hier diese wunderschönen Videokassetten. Wie viele Kassetten sind da drin? Vier. Natürlich alle drei Teile, ne? Die sind doch eingeschweißt, weil ich mir dachte, ja, die habe ich ja.
Und die Frage ist, 95 ist das rausgekommen, ne? Kam 95 die Special Edition raus oder erst 96, 97? Das ist die THX-Version. Ja, ja, mit dem anderen Sound. Genau, aber noch wo, nicht ohne Lispeln aber, oder? Ja, aber noch, ja, das ist ja eh Englisch, von daher. Ja, stimmt, das war in der deutschen halt nur mit dem Lispeln, mit dem... Das sind aber noch nicht die Special Editions, wo sie irgendwie alles reingehoben sind. Ja, ja, genau, nee, die kamen dann wahrscheinlich ein, zwei Jahre also später. Also das ist schon original, nur Ton cool. Besser, so. Und die habe ich halt nie aufgemacht, weil die habe ich ja so gehabt. Nur halt das Special, weil geil. Da war ich gar nicht drauf, das wollte ich ja nicht sehen, ne? So, deswegen habe ich mir das... Oh, habe ich nicht zurückgesprochen! Nicht zurückgesprochen! Oh, ein Credit, ein Strafcredit. So geht das ja nicht. Aber sie... Das Label ist auch schön. Aber sie riecht die auch? Ja, sie riecht noch frisch. Muss die anfassen. Also die riecht noch frisch und sieht ganz gut. Aber warte, wir gucken mal, nicht, dass das jetzt fatal ist. Hier, für die, die es nicht kennen. Das ist eine VHS-Videokassette, Video Home System. Und dann gibt es hier so einen kleinen Punkt, weil das hat ein Action-Feature. Das kannst du so aufmachen. Und dann kannst du das Band angucken. Ja, kannst du das Band rausziehen. Aber das ist noch frisch. Bei Bandsalat und so ist das gut. Das sieht super aus. Ich finde das Aufkleber toll. Und guck mal hier, das ist auch geil. Ja, jetzt ist hier natürlich nicht ein Preissticker drüber. Aber diese Bedruckung finde ich mal gut mit diesen Barcodes. Da habe ich auch ganz viele so alte Pressetapes immer, wo sowas drauf war. Hier steht was mit Box und so. Das, ja, damit das nicht kaputt geht, habe ich mir das tatsächlich überspielt auf eine andere Kassette. Ja, logisch, logisch. Und dann habe ich die andere Kassette halt... Aber wahrscheinlich nicht alles überspielt, weil da ist ja kurz vor kurz aufgehört. Nö, da ist ja... ist Leerlauf. Leerlauf, ja. Was ist das, eine 60er oder? Ja, steht da jetzt auch nicht. Ja, steht da nicht drauf. Oder dass sie hier immer so einen leichten Dingsdruck da haben. Da steht mal C60 oder irgendwas. Ja. Ach, das ist ja herrlich. Running Time, 62 Minuten, siehst du, ja. NTSC-Zeit, weiß nicht, bist du bei 58 Minuten oder so? Ja, ein bisschen weniger. Irgendwie so was. Alarm, eine knappe Stunde Making-of. Und hier halt die, ne? Man kann es auch schön an den Laserschwertern erkennen, ne? Hier Episode 4. Ne? Aber guck mal, hier steht aber Ding schon, bei 4 steht schon New Hope mit drauf, ne? Ja. Krass. Dann hast du hier Empire Strikes Back, hier, hier das Laserschwert von Darth. Und natürlich Return of the Jedi. Wie soll das anders sein? Ein grünes Lichtschwert drauf. Könnte natürlich auch das VHS-Tape von Mandalorian sein. Ups! Also so langsam können wir ja mal halt. Ne? Ups, aber, ja, da kann man schon mal ein bisschen sagen. Eigentlich ist das jetzt durch, das Thema. Das sollte jeder schon gesehen haben. Der Luke ist gelutscht. Das Einzige, was schade ist, und deswegen war es wahrscheinlich auch preiswerter, wenn du hier warte mal, ich kann es mal reinhalten. Ne, aber das ist ja... das hast du ja, ich glaube, bei so frühen MB-Spielen, wenn du so Roulette hattest oder was, das passiert halt immer. Das dann sind halt diese Billo, Dann sind die, ist das halt hier eingerissen. Oh nein, jetzt was abgefallen. Ja, das ist halt nicht mehr so. Ja, komm, das ist ein super Ding. Vor allem für 10 Mark, Alter, wollt ihr mich verarschen? Vielleicht wollen sie es deswegen loswerden, weil sie wussten, dass es B-Ware ist. Ja, aber jetzt, komm, da kannst du ja sogar einen Samteinleger selber nochmal machen oder so. Ja, aber das ist... Weißt du, oder? Das ist super geil. Ich denke mal, da hat man nicht zu viel Geld für ausgegeben. Ach, ist das herrlich. Ja, das ist ja mal... Ich dachte vorhin, er kommt mit so einem Spiel an, wo du hier so Miniaturfiguren hast und musst würfeln oder irgend so ein... Das machen wir das nächste Mal, weil das steht hier auch noch. Ja? Aha, guck an, weil dann heißt das nämlich wieder DSD und der Gorminister spielen. Ja. Ich weiß gar nicht, Fluff, ist das Fluff vom Todesstern oder hat... Nein, das ist ja das normale Brettspiel nur. Nee, Fluff vom Todesstern ist irgendwas mit Kugelschießen. Okay, ne, weiß ich nicht. Also es ist irgendwie auch so ein Action-Feature. Ja, sehr gut, sehr gut. Demnächst in diesem Kino. So, wir prostatieren nochmal, Pin gesagt. Genau. Und ja, das war's damit, ein kurzes Special. Vielleicht ist es auch nummeriert, ich weiß es nicht. Ich trinke gar nicht, ich rede schon wieder. Dann mache ich mal die Abmod. Ganz, ganz, ganz wichtig, zu viel Internet ist ungesund. Ach nee, das ist mein Spruch, ne? Bleibt beim DSD, bleibt ihm wohlgesonnen und schaltet demnächst wieder ein, wenn es heißt... Peace and Justice gesagt. Ich habe gerade so viel getrunken. Peace and Justice gesagt. Ich dachte, wir schalten ab. Deswegen und wir schalten ab, genau. Tschüss. Und tschüss. Feierabend. I love toys.